live zu Gast. Olympiamedaillenhoffnung Lukas Weiß-Heidinger. Durchmesser 22 cm, Gewicht 2 Kilogramm der Diskus. Schon in der Antike wurde er als Sportgerät benutzt. Jetzt werfen die Weltbesten mit dieser Scheibe rund 70 Meter. Und einer der Weltbesten ist ein Österreicher, genauer gesagt ein Oberösterreicher, nämlich Lukas Weiß-Heidinger. Er hat bereits bei einer Weltmeisterschaft eine Medaille geholt, bei einer Europameisterschaft. Und jetzt ist natürlich auch das große Ziel eine Medaille bei den Olympischen Spielen. Vielleicht ja sogar Gold. Dieses Gefühl wieder zu erleben. Dann, wenn es drauf ankommt, jeden Millimeter aus sich herauszuholen. Das ist es, wofür Lukas Weiß-Heidinger tagtäglich trainiert. Immer wieder bringt Weiß-Heidinger seinen Körper an die fein ausgeklügelte Grenze zwischen Kraft und Dynamik, um mit Leichtigkeit die komplexen Abläufe beim Werfen abzurufen. Und das, obwohl er alles andere als leicht ist. 8, 4, 5, 8. Naja, mit 146, ob man davon leicht sprechen kann. Nein, er ist, war natürlich schon leichter. Wie er zu mir gekommen ist, war er viel leichter. Ja. Das Höchste, was er bis jetzt hatte, war so 152. Das ist dann im Winter, wenn du viel hebst und dich nicht so viel bewegst. Ich denke, ja, man sieht es ihm auch an. Er ist dynamisch, schaut sehr gut aus und ich glaube, ja, dass es genau passt. Ja. Körperlich bringt der 1,98 Meter große Weiß-Heidinger ideale Voraussetzungen mit. Gemeinsam mit Trainer und Leichtathletik-Sportdirektor Gregor Högler feilt er seit 2015 am perfekten Wurf. Bei seinen ersten Spielen 2016 in Rio zieht der damals 24-Jährige sensationell ins Finale ein. Seit damals hat sich aber einiges verändert. Der Luki ist von einem talentierten, guten Sportler zu einem Vollprofi geworden, mit 2 Medaillen jetzt mehr. Und damals war es so, er hat überraschen können, ist überraschend ins Finale gekommen, war vorher ein bisschen angeschlagen und war so der Rookie, würde ich sagen. Ja. Jetzt ist es natürlich ganz anders. Jetzt ist es nicht so, du kannst weit werfen, sondern du musst weit werfen, unter Anführungszeichen. Ja. Und, aber mit dem muss man umgehen und das gehört auch dazu. Und das ist ein ganz großer Teil, dass man mit Druck umgeht und ihn sogar positiv für sich nehmen kann und sagen, so jetzt bin ich bereit. Mit Disziplin und Härte wird am nächsten Schritt Olympiamedaille gearbeitet. Neben höchst spezialisierter Trainingssteuerung hat der Leichtathletikverband als Anreiz auch eine Prämie für den Olympiasieg ausgegeben. 210.000 Euro gibt's zu holen. Aber dafür muss Weiß-Heidinger liefern und bis dorthin cool bleiben. Dabei hilft die Kältekammer, in der er bei 110 Grad minus regeneriert. Wir haben früher mit Eisbädern begonnen. Das ist natürlich jetzt eine trockene Kälte, die noch viel besser wirkt. Das heißt, du regenerierst schneller, weil die Körperkerntemperatur schneller gesenkt wird. Das heißt, für die Gelenke ist natürlich sehr gut, weil die entzündungshemmend wirkt. Und natürlich werden auch Endorphine freigeschalten, die dann ein angenehmes Gefühl, wenn du wieder aus der Kammer rauskommst, bringt. Das gute Wurfgefühl will Weiß-Heidinger in den kommenden Wochen steigern, um sich dann bei den Spielen für die harte Arbeit zu belohnen. Und da sitzt er jetzt in voller Lebensgröße bei uns im Studio. Herzlich willkommen, Lukas Weiß-Heidinger. Hallo. Sie haben uns letztens erzählt, bei der Einkleidung, bei der Olympia-Einkleidung, dass Sie so schlank und rank sind wie schon lange nicht, dass Sie nur 142 Kilogramm wiegen. Jetzt haben wir schon ein bisschen Sorgen gemacht, dass Sie vielleicht vom Fleisch fallen. Ist schon wieder ein bisschen gestiegen, oder? Ja, mittlerweile bin ich wieder auf 144, 145 Kilo. Und ich denke, da wird es sich auch ungefähr einpendeln. Ich glaube, das eine oder andere Kilo werden noch dazu gewinnen. Und dann wird es ja passen. Das ist immer so, man muss sich entscheiden zwischen Masse und Dynamik und schneller Bewegung. Aber ich glaube, da in der Range bin ich ganz gut dabei. Dass Sie abgenommen haben, war auch bedingt durch dieses harte Training, ein Trainingslager Teneriffa, ich glaube mit 600 Würfen da innerhalb von, weiß nicht wie viele Tagen. Ja, wir haben in 2 Wochen haben wir bei den 2 Trainingslager jeweils über 600 Würfen gehabt. Und natürlich haben mit den ganzen Corona-Maßnahmen auch in den Hotels kann ich nicht so oft nachholen, wie man das gerne vorgenommen hätte. Und da haben wir das eine oder andere Kilo dann verloren. Die Verletzung, apropos Teneriffa, Sie haben sich da ein bisschen eine Verletzung am Finger zugezogen, eben aufgrund dieser hohen Anzahl von Würfen. Ist es wieder alles okay?
Ja, mein Trainer nennt das immer Adaption des Körpers. Das heißt, eine weiche Haut wird durch eine härtere ersetzt. Und ja, man darf nicht vergessen, es sind doch ganz schön Geschwindigkeiten, ganz schön Kraft, was da am Finger zieht. Man sagt, beim Obwurf hat man beim Diskuswerfen so um die 70 Kilo, wo es dann wirklich gegen den Finger drücken und da kann dann einmal die Hand ja, ein bisschen darunter leiden. Aber weil sie auch auf Tape verzichten, oder? Weil das ja möglicherweise dann doch auch ein bisschen einen Weitenverlust mit sich bringen könnte. Genau, das Tape, das rutscht immer ein bisschen beim Finger und man hat auch nicht das gute Gefühl, wenn man ohne Tape wirft. Und genau das braucht man. Man braucht ein gutes Gefühl, man braucht eben die Geschwindigkeit, die 100% Obwurfgeschwindigkeit, dass man eben vorne mitmischen kann. Sie sind in Rio bei den Spielen vor 4 Jahren, oder mittlerweile sind es ja 5 Jahren, Sechster geworden und haben dann, glaube ich, am Tag nach den Spielen in Rio bereits minutiös geplant, die Spiele in Tokio. Und ich glaube, die sind wirklich fast wissenschaftlich herangegangen, oder? Erzählen Sie mal. Ja, wir haben das ganze Training umgestellt. Ich bin dann zum Gregor Hügler nach Wien gezogen, habe da wirklich enorm an der Qualität vom Training geschraubt, haben dann ja, von der Technik bis zur Biomechanik, bis zum Krafttraining, bis zu dem ganzen Umfeld. Aber auch zur Regeneration haben wir alles versucht zu optimieren. Und ich glaube, die Qualität und die Konstanz in den Wettkämpfen hat uns auch recht gegeben, dass das der richtige Schritt war. Und ich gehöre jetzt zur Weltklasse dazu. Und von dem her habe ich alles richtig gemacht. Also zum Beispiel, Sie haben gerade angesprochen, diese biomechanischen Kameras. Da kann man dann ganz exakt jede, sage ich mal, Einzelheit der Bewegung analysieren, oder? Ja. Meine Gegner bezeichnen mich schon als Physiker und in den Diskuswerfern werden wir wirklich mit dem Physikbuch oft nehmen, einen Wurfkreis stehen und schauen, dass wir da die Physik mit einfließen lassen. Mhm. Und da gehört die Biomechanik natürlich ganz groß dazu, wo man wirklich den Bewegungsablauf ganz gut analysieren kann und wirklich die Feinheiten dann herausfinden kann, wo man noch Verbesserungspotenzial hat, aber vor allem, wo man vielleicht was verliert. Das heißt, die anderen, die Konkurrenz arbeitet nicht so? Nicht so intensiv. Also es ist ein sehr altes Sportart. Die Leichtathletik ist ja in dem Sinne her schon, ja, gibt schon sehr lange und die Leistungen sind schon sehr gut. Da verstehe ich selber nicht, warum die das nicht machen. Wobei, wenn ich zum Beispiel einen Daniel Stahler schaue, meinen stärksten Konkurrenten, der hat eine Armspannweite von 2,24 Meter. Okay, wenn ich die Armspannweite hätte, dann brauche ich mir da nichts überlegen. Weil dann Sie haben wie viel? Ich habe 2,08 Meter. Okay. Man sagt, 2 Zentimeter Armspannweite mehr ist 1 Meter in der Weiterbe-Selber-Technik. Das ist ja unfair, wenn der so viel mehr hat, oder? Ja, ich sehe es nicht unfair, ich muss halt anders werfen. Wie einer. Dann gibt es so ein Trainingsgerät, der KTG, also eine Maschine mit einem Stahlschlitten, wo man dann auch also genau immer denselben Winkel, glaube ich, quasi trainiert, oder? Den Abwurf. Genau, also dass das wirklich die Würfe ins Fleisch übergängen, sage ich mal. Und man kann in einer Stunde bis zu 150, 200 Versuche machen. Wenn man das mit dem Diskus macht, dann würde er den ganzen Tag dazu brauchen. Mhm. Also man kann den extrem effizient viel Wiederholungen machen, die wo sie dann ins Hirn einbrennen. Dann haben wir auch gesehen, diese Kühlkammer mit 110 Grad minus. Wie lange bleiben Sie eigentlich da drinnen? Ja, Rekord sind jetzt 4 Minuten. Es ist wirklich kalt. Vor allem, man kommt immer gerade vom Training, man schwitzt. Und wenn man schwitzt, ist ein bisschen, fühlt sich noch ein bisschen kühler an. Aber bringt was? Ja, auf alle Fälle. Also man merkt schon in der Regeneration, wenn man besser regeneriert und vor allem, wenn man viele Trainings hat, dann wieder frischer zum nächsten Training gehen kann. Und das ist das große Ziel, dass man die Qualität möglichst hoch hat in den Trainings. Weil wenn man sich nicht fit fühlt oder einfach die Qualität darunter leidet, bringt das ganze Training dann nicht. Dann nichts. Sie haben jetzt WM-Bronze gewonnen, Sie haben EM-Bronze gewonnen, Sie sind in der Weltrangliste die Nummer 3. Also von der Papierform her könnte es auf jeden Fall eine Medaille geben in Tokio. Ja, eine Medaille hört sich immer schön an. Natürlich ist das Ziel auch bei jedem Sportler Medaille. Aber wie man bei der EM und bei der WM Medaille gut gesehen hat, die Qualifikation war immer das wirkliche Thema bei mir, dass ich die überstehe. Und warum eigentlich die Quali? Ja, das ist, die nehme ich nie so. Ich schaue immer aufs Finale, weil ich wirklich dann, ich will im Finale weit werfen. Mhm. Und ich vergesse dann immer ein bisschen vom Kopf her, dass ich das eine oder andere Prozent unterzugebe in der Quali. Und da habe ich oft ein bisschen Spor. Und ja, das muss ich natürlich in Tokio anders machen. Also da, aber auf der anderen Seite will ich nicht zu viel verlieren in der Qualifikation an Energie. Ich sage immer, man hat noch 100% und jedes Prozent, was ich dann nicht im Finale habe,
das ja, entfernen wir dann sozusagen, wie du schon von der Medaille geredet hast, dann eine Fundermedaille. Ne? Aber mir ist letztens schon aufgefallen und wir haben ja auch schon darüber geredet, Sie nehmen auch ungeniert immer wieder das Wort Gold in den Mund. Also ist das das große Ziel Gold und nicht in erster Linie Medaille, sondern wirklich, Sie sprechen, ich sage, ich möchte in Tokio Gold gewinnen. Ja, das fällt mir selber nicht aktiv so auf. Das rutscht schon vielleicht immer ein bisschen raus. Wie gesagt, ich schaue jetzt einmal, dass die ersten Wettkämpfe gut funktionieren. Dann, dass ich gesund und fit vor allem nach Tokio komme, ohne Corona. Dann, dass ich die Quali überstehe. Und dann sind noch immer 12 Leute im Finale, die wussten genau dasselbe wollen wie ich. Es wird ein richtiger Kampf. Aber natürlich, also ich setze mich schon mit Medaillen auseinander. Also ich fahre jetzt nicht hin, dass ich sage, ich möchte Achter werden. Ne? Und deswegen ist das Ziel natürlich, vor mitzukämpfen. Und bevor ich jetzt halt wirklich Gold nur in den Mund nehme, sage ich, ich möchte meine absolute Topleistung, meinen besten Wurf in meinem Leben, wenn es geht, in Tokio zeigen. Dazu komme ich gleich, aber ich möchte nur kurz noch da einhaken, weil Sie gesagt haben, hoffentlich erwischt man nicht Corona. Sind Sie nicht geimpft? Ich bin schon geimpft worden, okay. Ja. Und habe auch keine Probleme jetzt gehabt, also geht es gut. Ich habe die nächste Woche jetzt schon den ersten Wettkampf und den würde man nicht machen, wenn man da ein Prozent führen würde. Okay. Sie haben gerade gesagt, die beste Leistung abrufen. Und Sie haben auch letztens in einem Interview erwähnt, man wird vermutlich 70 Meter auf jeden Fall werfen müssen, um Gold zu holen in Tokio. Jetzt liegt Ihre persönliche Bestweite bei 68,98 Meter. Wie oft haben Sie eigentlich im Training schon diese 70 Meter geworfen? Ich würde jetzt nicht viel verraten, aber im Training sind die 70 Meter schon gefallen. Und damit ist für mich abgehakt, weil ich weiß, ich kann es. Und auf der anderen Seite muss man sagen, es zählt eh nur im Wettkampf. Also ich kann jetzt 100 Mal im Training 70 Meter werfen. Ich muss im Wettkampf zeigen. Wobei ich dazu sagen muss, ich bin kein Trainingsweltmeister. Also ich wirf im Training immer weniger weit wie im Wettkampf. Da habe ich einen super Tag erwischt, aber den habe ich mir auf alle Fälle gemerkt. Das heißt, den möchte ich wieder abrufen, wenn es soweit ist. Und ja, Wettkampf ist wichtiger. Die größten Kontrahenten sind der bereits erwähnte Daniel Stahl, ein Schwede, der Weltmeister. Der hat, glaube ich, 71 Meter irgendwas auch schon geworfen. Und der Jamaikaner Fredrik Dacres. Gibt es noch andere, die man auf jeden Fall auf der Rechnung haben wird? Oder wird es eher so dieser Dreikampf, sage ich jetzt einmal? Ich sehe einen Gutschusser ganz stark heuer, weil der ist ja 2017 Weltmeister geworden in London und 2018 Europameister. Den sehe ich ganz groß, dass der wieder zurückkommt nach einer Verletzung. Der will auch unbedingt der Olympia Gold haben. Dann einen jungen Tschech, der ist jetzt frisch aus U23. Der hat auch so lange Hände, ich weiß nicht, wo die alle herkommen. Das ist ein Wahnsinn. Und es gibt sicher nur den einen oder anderen Überraschungskandidaten. Also das ist eigentlich ein ungeschriebenes Gesetz, dass in jedem olympischen Jahr ein, zwei Leute kommen, von denen, wo man vorher noch nie was gehört hat, und dann einmal weit werfen. Und dann haben wir eh schon 6, 7 Leute. Ja, dann ist eh schon. Wenn man so ein bisschen spekuliert und so Namen durchgeht, wer könnte denn für Österreich eine Medaille holen bei den Spielen, fällt Ihr Name fast meistens als erstes oder als einer der ersten Namen. Ist das für Sie mehr Ansporn oder doch auch ein bisschen eine Belastung? Nein, also mir ist nichts von beiden. Noch. Weil, wie gesagt, also zum einen muss ich schauen, dass ich mir meine Leistung abrufe. Da bringt mir das ganze Gerede vorher nichts. Und zum anderen, ja, mich ehrt es ein bisschen, muss ich ganz ehrlich. Ich finde es schön, dass ich da namentlich erwähnt werde. Das heißt, ich habe in der Vergangenheit nicht so viel falsch gemacht. Und ich kann Diskus werfen. Und das sind auch die, dabei mehr gibt es da nicht zu sagen. Die heutigen Spiele werden natürlich sehr speziell werden. Corona-bedingt, es werden keine ausländischen Fans zugelassen. Ob überhaupt japanische Fans in die Stadien dürfen, ist noch nicht so fix. Also möglicherweise auch Wettkämpfe, olympische Spiele ohne Zuschauer. Wird das vielleicht dann auch so eine mentale Geschichte, dass derjenige, der mit dieser Situation am besten umgeht, dann möglicherweise Vorteile hat? Es wird sicher als Athlet wehtun, weil man keine Fans dabei sind. Das ist ja traurig. Aber ich denke mal, es ist wie bei den Fußballspielen, die Geisterspiele, man gewohnt sich daran. Und ich denke, ja, zum Schluss wird der gewinnen, der, wo es am Tag X am lockersten drauf ist und mit der Situation, mit der Gesamtsituation, mit Corona, mit Anreise, hoffentlich nicht zum Schluss noch dem letzten Test vom Wettkampf positiv sein und Olympische Spiele selber, wer da am coolsten damit umgehen kann, wird zum Schluss eine Medaille machen. Sie wirken immer sehr tiefenentspannt, sage ich jetzt einmal. Gibt es eigentlich irgendwas, was Sie aus der Ruhe bringen kann?
Ich habe, ja, auf alle Fälle schon auch. Ne? Aber ich habe jetzt nächste Woche meinen ersten Wettkampf. Ich muss ganz ehrlich sagen, da bin ich schon ein bisschen nervös. Ich habe jetzt den ersten Wettkampf seit einem Jahr, wo es so richtig dann der Beginn ist, wo man im Sommer dann einen Höhepunkt hat mit einer internationalen Meisterschaft. Das macht mich schon ein bisschen nervös. Olympia hat Sie ja irgendwie auch zum Sport gebracht. Sie haben, glaube ich, auch einmal erzählt, Sie waren so 8 Jahre alt, haben die Olympischen Sommerspiele damals in Sydney gesehen. Was hat Sie denn da gerade so an der Leichtathletik fasziniert? Ich finde das generell so ein Stadion, wo dann die Heindrucker nicht, aber wo dann die Fans rumschauen, so ein Hexenkessel ist, wo sie das aufputzt, das Ganze. Das finde ich richtig cool. Das ist, da kriege ich direkt Gänsehaut, wenn ich daran denke, weil das ist ein eigenes Flair. Und was dann auch noch dazu kommt, ist, dass die Leichtathletik ein Sportart ist, wo der Mensch als Variable zählt. Wenn man das jetzt mit der Formel 1 vergleicht, wo es viel auch um technische Elemente geht, beim Auto, Feinabstimmung, bei den Reifen, das gibt es bei uns auch, aber das ist immer auf den Mensch selber zurückzuführen. Ja. Und ich wollte immer einen Sport betreiben, da wo ich schuld bin an einer Niederlage, aber verdient dann gewonnen habe und nicht irgendein Bauteil an einem Auto oder Ähnliches. Und nur dazu, ja, das Geräteturnen wäre für mich nicht im Raum gestanden. Von dem her sind uns Diskuswerfen überblieben. Der Verband hat eine Prämie ausgesprochen, 205.000 Euro für eine Goldmedaille in der Leichtathletik, hat sich aber dann gleich auch versichern lassen dagegen. Also die haben aber Angst, glaube ich, davor, dass sie die Goldene nicht holen, oder? Ja, ich finde schön, dass unser Verband uns die Möglichkeit gibt, dass wir den letzten extra Schub noch haben. Vielleicht ist das genau der letzte Prozent, die letzten 2%, dass man noch mal, man hat es im Beitrag gesehen, noch einmal Vollgas gibt. Und ich finde, dass das auch ein Teil vom Ansporn sein sollte, dass man wirklich jetzt sagen, okay, genau deswegen gebe ich jetzt noch mal Gas und deswegen richte den Fokus nur mal sehr speziell. Und ich glaube, in so einem Corona-Jahr, wie es heuer ist, ist das ganz wichtig, damit man sich wirklich gut fokussieren kann. Und wenn man dann die 205.000 als mögliche Prämie absahnen kann, ja, dann gibt man da noch ein bisschen mehr. Ihr Spitzname ist Lucky Luki. Wir wünschen Ihnen viel Glück jetzt einmal für die Wettkämpfe, die noch sind. Es gibt ja noch ein paar kleinere Wettkämpfe. Dann vor allem für den 30. Juli, Qualifikation. Gell? Wichtig, bitte. Danke. Und am 30. Juli dann das Finale im Diskuswerfen, genau, in Tokio. Bei uns natürlich dann auch live zu sehen in ORF 1. Danke für den Besuch und wirklich alles Gute. Dankeschön. Ja.